Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Trackmania 2, immer noch mit Tuni im Svido Weekly. Yo. Nein, no slide. Oh fuck, ja, jetzt bin ich auch richtig langsam bei dem Part. Obwohl immer noch 320, das geht noch. Ich muss halt schon wieder respawnen. Aber nur einen Platz verloren. Ja, ich habe immer so 330 direkt nach dem Booster. Ja, ich hatte gerade bei meiner PB nur 360, das war sehr angenehm. Keine Ahnung, wie da so viel gehen soll, Den Teil davor halt möglichst durchkriegen. Krieg diesen Sprung da nicht hin, diesen Rechts-Dirt-Sprung da. nee, da bin ich ganz froh, dass der bis jetzt bei mir immer funktioniert hat. Da hatte einer einen harten Landebug, Alter. Der ist da richtig dran gebrettert. Ja, das war auch ganz gut. Oh, der hatte ich irgendwie ein Gear down, ey. War ich auf einmal so lahm. Ist okay. Kann ich wenigstens hier nicht gegenbrettern. Das ist so meine schlimme Stelle da. Da bin ich schon zweimal gegen gefahren. Obwohl das eigentlich gar kein Problem ist, die Stelle. Ich fahre jetzt momentan so im Schnitt mit 2,25, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, das war irgendwie wieder mal nicht so schnell. Keine Ahnung, warum das manchmal schnell ist und manchmal lahm. Meinst du den Rückwärtspart oder? Ja. Oder habe ich auch noch mich nicht so reingefuchst, aber. Oh Gott, ey. Ich habe noch Hoffnung, dass ich dich kriegen kann. Ich hab das bisschen momentan. Ich bin nicht so weit hinter dir. Ich kann gerade nicht gucken. Im Tech-Part ist immer hart. Ich jetzt sehe dich auf jeden Fall im Scoreboard. Ich bin 36. Ja, dann wirst du mich vielleicht sogar jetzt kriegen, weil ich jetzt gerade mit 270 hier lang fahre. Nee, ich bin auch langsam. Den RPG-Part gefailt. Ja, ich auch, damit ich noch beim Sprung mit dem hinteren Reifen da noch ein bisschen hochbekomme. Clear Vision und Papu wieder, ey, die beiden. Die betteln sich hier jede Woche. Ja, ich glaube, Speedo Cups sind immer ein bisschen dirtlastiger, ne? Weiß ich nicht, also vielleicht. Sind auf jeden Fall immer. Mir gefallen sie immer sehr. Ja, ich meine, die Map, die finde ich jetzt auch wieder gut, also so ist das nicht. Jawoll, endlich habe ich den Sprung mal hinbekommen. Stimmt, am Mittwoch ist ja auch noch Enduro Cup, das will ich ja auch noch fahren. Was für ein Cup? Enduro Cup. Oh, den kenne ich gar nicht, was ist das denn? Warte. Da starten alle auf der Strecke gleichzeitig und wenn der erste durch den Checkpoint ist, durch den ersten, dann haben alle anderen noch 30 Sekunden Zeit, auch den ersten Checkpoint zu erreichen. Ach so, ah ne, das habe ich mal gehört, ja. Wenn er durch den zweiten Checkpoint fährt, dann halt noch 29 Sekunden und so weiter. Und so scheiden dann immer mehr Leute aus. Und das ist ganz nice. Und das war jetzt so lange nicht. Und letzte Mal haben wir leider verpasst, weil sie es nicht wirklich angekündigt haben, dass es wieder läuft. Bin nicht mal PB gefahren, ey. Krasser Shit. Ja, aber ich bin auch gerade sehr gut unterwegs. Also, ich hole mir momentan ein paar Plätze gut. War das Deutsch? Schau mir ein paar Plätze gut. Auf jeden Fall bin ich jetzt 27. Ja, 32.
wie der mich abzieht im Tech-Part hier, der Frostline. Aber anscheinend hol ich den immer wieder ein in den anderen Parts. Ja, halb so wild. Ja, irgendwann muss ich das hier mal richtig hinkriegen. Die lange Gerade. Ja, ich habe die gerade wieder ganz gut hinbekommen mit so 350. Ich komme da nie über 330 hinaus. Hier. Im Dirt-Part hole ich den dann wieder. Ja, im Dirt-Part holst du, glaube ich, auch mich immer. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich Dirt so gut fahre, weil ich gehe da eigentlich recht viel vom Gas. Ja, aber vielleicht ist das das, was es ausmacht. Also, ich habe keine Ahnung von Dirt. Ich habe Dirt wirklich noch nie intensiv gefahren. Ja, ich auch nicht. Ich habe sogar immer Dirt gesagt, also immer gesagt, Dirt ist richtig kacke. So. Ja, ich mag es auch nicht, also... Aber mittlerweile, das stört mich zumindest nicht mehr. Ja, was heißt stören? Ich kann's halt nicht, das ist... Ja. Ich muss Marius unbedingt mal ranholen, der kann ja Dirt fahren. Kann da mal ein paar Tipps geben. Oder Race Hunts. Oh, das ist... So, PB221, aber das Blöde ist, wenn du... zu weit rechts oder links kommt bei dem Rückwärtspart, wechselt der in Kamera 2. Das hatte ich jetzt gerade. Echt, ja? Mhm. Das kann doch nicht sein, dass ich meine PB nicht verbessere. Deine PB momentan? Das weiß ich nicht. Aber ich denke jede Runde, ey, jetzt muss es doch mal soweit sein. Scheiße, ach, dieser Tech-Part, da sind immer die gleichen Stellen. Keine Zeit zu gucken. So dumm das bei der Länge des RPGs-Part klingt, aber die stellt dich am meisten vor Haus, immer der RPG-Part. Können wir noch eine 22? Ich bin jetzt den Anfang schon richtig. Porno ist scheiße gefahren. Wenn du vom Anfang redest, dann bin ich ja schon mal froh, dass ich ein bisschen Abstand habe. Jetzt bin ich da mal mit 335 lang. Was ja schon mal was ist, wa? Ja, 335 ist schon gut. Mühsam ernährt sich die Schlange. Na, das. Okay, Frostline wieder hinter mir und du bist zwei Plätze vor mir. Ja, bist du 29. Ja, wenn du das sagst. Wir sind auf jeden Fall schon wieder hart nah aneinander. Nein, ich bin schon das zweite Mal bei der gleichen Stelle, die absolut nicht schwer ist, angeeckt. Noch ja. Vor diesem Linksprung da. Das, ja, da bin ich auch zweimal angeeckt. Echt? Ist das wirklich eine schwierige Stelle? Die kommt so. Ich meine, das ist das, was du meinst. Ja, da kommt ja davor so eine Kurve mit so diesem Weg in der Mitte und davor die Kurve. Da bin ich jetzt schon zweimal links über Kopf geflogen. Hier, also ich meine die Stelle, wo ich jetzt hier bin. Jetzt mit dem Video quasi auch. Vor dem links-rechts Hochsprung und dann rückwärts fahren. Kurz vorm rückwärts fahren. Warte mal, wenn du kurz vorm rückwärts fahren willst, dann muss ich mich ja wieder ein bisschen beeilen. Du kommst mehr. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Ich bin 28. Mein Gott. Ich denke mir die ganze Zeit, oh, du kommst gut durch. Den hast du jetzt abgehängt. Das hat ja auch nichts zu tun. Ich komme auch gut durch. Das ist die Sache, also. Das heißt gut, damit. Ich komme zumindest nicht ganz scheiße. Ja, die Kurve, da kacke ich jedes Mal ab. Der Tech-Part ist echt das Schlimmste für mich. Also. Ich bin einmal gut durchgefahren da, dachte ich zumindest. Und ansonsten... Du, was willst du von mir jetzt hören? Schön zu hören, dass du da nicht so gut drin bist. Dann komme ich ein bisschen weg. Ich habe ganze Zeit irgendwie so einen von C da vor mir, so ein Gino, den kenne ich gar nicht.
Alter. Oh, jetzt habe ich ihn. Frostline ist ja mal mega. Ach, das war nicht Frostline. Der Typ ist ja mal mega vorbeigedübelt hier. Tankrom. Oh, jetzt bist du wieder zwei vor mir hier. Also ja, zwei zwischen uns. Oxid und der Typ, der mich gerade geholt hat von hinten. Aber im Dirtpfad? Vielleicht sollte ich Dirtfahrer werden. Ich bin noch nie eine reine Dirtmap gefahren. Noch nie. Nee, das bin ich allerdings auch noch nicht. Bisschen angeeckt, aber war halb so wild. Ich glaube, ich bin gerade auf PB. Alter! Dein Ernst? Scheiße. Ah, ne, knapp hinter PB. Ich hab das mega verkackt. Ich bin da am Respawn-Checkpoint links in diesen scheiß Lampen hängen geblieben. Ja, ich glaube, ich werde jetzt aber erstmal sehr lange keinen mehr überholen, weil der vor mir ist 21 Sekunden vor mir. Okay, das ist natürlich hardcore. Dann solltest du dich vielleicht darauf konzentrieren, gar keinen mehr zu holen. Das ist auch Greed, der vor dir ist. Du, ich hoffe einfach darauf, dass da irgendjemand von den Fehlern machen wird. Ja, ein paar werden halt noch retiren wahrscheinlich. Oder rausfliegen, so ein Kram. Aber 21 Sekunden, das kann der ja fast gar nicht machen, so ein Fehler. Ja, vor allem, ich jetzt auch schon wieder einen kleinen Fehler gemacht habe. Oh, ich hab einen. Ja, einen Retireden wahrscheinlich, oder? Ja, schätze ich, ja. Fuck doch diesen RPG-Scheiß. Jotokotokolo ist es wahrscheinlich, den wir jetzt hier gerade retired überholen, ja. Weiß nicht, ich überhole gerade wieder, ich habe jetzt auch gerade an, aber ich weiß nicht, ob ich den überrunde oder überhole. Ah, überrunde. Oh, was war das denn? Da bin ich ja richtig lahm geworden. Oh shit. Bin ich im Dirtpfad hängen geblieben? Clear Vision überrundet mich. Krass, was der da für eine Linie runterspringt. Nicht schlecht. Ist Clear Vision gerade erster? Auch ist er. Guck mal. Papudo zweiter. Aber das übliche Battle. Die Stelle kann man irgendwie, glaube ich, schon noch besser fahren. Klebischen da vorne. Oh boy, jetzt sind nur noch zwei Runden. Ah, und jetzt wird er bei der 25 Sekunden weg. Ich will eigentlich noch gerne in die Top 20 kommen. Alter, diese Kurve, es ist unfassbar. Jede Runde eck ich da an. Da musste ich jetzt hart vom Gas gehen. Dafür war der Rest, glaube ich, gar nicht so scheiße. Das war in Ordnung.
Nein, es gibt es nicht. Den RPG-Part verkacke ich jedes Mal. Ja, das habe ich auch. Ich will da einfach einmal mit Speed lang. Ich will ja nur noch eine PB setzen eigentlich. Ja, ich möchte eigentlich so eine 3... Ne, warte, 2 Minuten in die Runden, ne? Ja. Ja, 2 Minuten 19 will ich eigentlich nur, also unter 2,20. Ja, das geht voll. Ja, ich muss aber jetzt gerade respawnen, also die Runde wird's auch wieder nicht. Ich hoffe nur, mich hat keiner überholt. Nee. Wird hier Frostline, das sieht ganz schön weg gleich wahrscheinlich. Jetzt bin ich schon wieder angeeckt. Ich hoffe, dass der auch nochmal einen Fehler macht. Aber mit dem Links-Dirt-Sprung habe ich eigentlich gar keine Probleme mehr, wie was ich erst befürchtet hatte. Nee, ich habe auch keine Probleme mehr mit den Sprüngen. Ja, der Rechtssprung, der ist immer noch bei mir die. Oh, was? Und dann war da nicht mal ein Checkpoint drin? Oh nein. Nein. Oh, das war eine richtige Fail-Runde hier. Oh, wenn jetzt habe ich hundertprozentig ein, zwei Plätze verloren. Ich musste respawnen, weil ich jetzt gerade. Also ja, ich musste respawnen, weil ich übers Ziel gesprungen bin. Und dann auf den Kopf gelandet bin. Aber es ist dieser von Gracelius da wieder vor mir, dieser Fregenius oder wie das Ding hieß. Den will ich aber auf jeden Fall wieder kriegen. Zwei Runden. Auch nicht angeeckt an der Stelle. Stellt euch das mal vor. Nein! Oh, fuck. Das war's jetzt. RPG war das bei dir? Ja. Ich weiß halt ungefähr, wo du bist, weil ich immer so ein Stückchen hinter dir bin. Oh, er ist aber auch hart angeeckt. Er ist auch hart angeeckt. Ich bin halt da auf Full Stopping, ey. Du bist doch nicht so hart angeeckt. Scheiße. Er ist halt 9 Sekunden vor mir, der muss unbedingt einen Fehler machen, sonst krieg ich den nicht mehr. Ach, nur noch Frostline, der irgendwie einholbar vor uns ist. Es sei denn, es machen Leute Fehler. Was möglich ist, wie man hört. Sekunde habe ich mal wieder gut gemacht. Clear Visions Ansatz da gewählt. Ich hätte ein Full Stopping. Ich glaube, das könnte trotzdem PB werden. Alter, wenn sowas nicht passieren würde. Ah, Clear Vision hat gewonnen. GG Clear Vision. Guten Vorsprung auch. Muss echt schneller tippen. Ich habe jetzt die letzten Runden nicht schnell genug getippelt. Ich tippe weise nicht mehr so schnell, weil ich immer übers Ziel ankomme. Jetzt schon zweimal, das ist irgendwie. Bin ich zwar gegen gefahren, aber das ist trotzdem noch annehmbar. Gepard wieder nicht so sauber bekommen. Und ihr seht es ja, ey, Tuni wäre eigentlich drin gewesen, den zu holen. Ja, ja. Ja, du hast natürlich auch Fehler gemacht, aber ich habe halt auch Fehler gemacht.
Shit, du lenkt mich gerade ab. Ey, ich sollte da nicht hingucken. Ja, gefällt mir die Map. Könnte ganz schön weit nach links sein, oh. Das letzte Mal der Rückwärtspart. Könnte auf PB sein, ich weiß es nicht genau. So, ich bin im Ziel 24. Das gibt es nicht, diese verkackte Kackkante. Vom Rückwärtspart, diese Kante. Ja, da unten, da bin ich gegengefahren gerade. Sonst wäre das PB gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Ist jetzt auch durch? Fast. Geiler. Genau das Ziel. GG's. Alter. Ich bin auch zu weit an den Rand gekommen. Da hat er wieder in Kern 2 gewechselt. Da bin ich übers Ziel geflogen. Und dann wow. Rückwärts ums Ziel einmal rumgefahren. Wow. Ja, alles nochmal abbekommen. Alles in der letzten Runde, das war echt nicht schön. Scheiße, ey, da ist eigentlich voll eine gute Zeit drin. Also so eine 18 ist auf jeden Fall drin, würde ich mal sagen. Die hatte ich bestimmt auch schon drauf. Und da wären wir irgendwo hier ganz gut in der Top 30 gelandet, vielleicht sogar. Naja, Top 40 aber. Gucken wir mal, deine Bestzeit hier, eine 21 und ich hier mit einer 22. Was ja, hast GGs. Du als Durchschnittszeit? 34 und du eine 33. Ja, du warst ja echt eng. Guck mal, du hast 33,9, ich habe 34,2. Ja. Das ist schon eine knappe Geschichte gewesen. Wir sollten öfter zusammen fahren, da wird's knapper mal. Ja, klar. Spannender. Gut, dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge, was auch immer dann kommt. Irgendein ESL-Kram oder sowas wahrscheinlich. Also, tschüss. Thank you.